Sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema ist heute Tumortherapie oder Krebstherapie der Zukunft. Und als Gast haben wir Herrn Professor Dr. Matthias Gaida vom Institut für Pathologie der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Herr Gaida, wenn man so einen Tumor sieht, der ist ja Immunsystem belastet, befundet, wie auch immer, kann man das Immunsystem umpolen, die Tumorabwehr damit beeinflussen? Ja, das ist letztlich Ziel der modernen Krebsmedizin. Denn das Problem ist, dass Tumoren sich eben dem Angriff des Immunsystems entziehen. Und letztlich versuchen wir oder versucht die therapeutische Medizin, diese Tumoren dann entsprechend so zu modifizieren, dass sie beispielsweise Erkennungsmerkmale auf der Tumorzelloberfläche zeigen, dass Immunzellen sie wieder erkennen können und eliminieren oder beispielsweise auch spezifische Immunzellen, also die wirklich wie ein Schlüssel in ein Schlüsselloch auf die Tumorzelle passen, dann eben zu stimulieren, zu expandieren, zu vermehren, dass sie eben die Tumorzellen effizient bekämpfen können. Ist das jetzt ein ganz neuer Ansatz gegenüber der konventionellen Chemotherapie? Im Prinzip ist dieser Ansatz nicht ganz neu, weil ja schon seit vielen Jahren daran geforscht wird. Aber der Vergleich zur konventionellen Chemotherapie ist natürlich schon so, dass die Tumor- oder die Immuntherapie deutlich spezifischer ist. Mit einer Chemotherapie, was ja letztlich was Zytotoxisches, also ein Zellgift ist, werden ja im Körper alle Zellen mehr oder weniger angegriffen. Und dies kann eben auch Nebenwirkungen dann erzeugen. Also die Chemotherapie ist nicht so spezifisch. Die Immuntherapie, wo man letztlich wirklich passende Immunzellen gegen passende Tumoroberflächen, Antigene dann loslässt, ist dann letztlich deutlich spezifischer und soll eben zu einer effizienteren Bekämpfung führen. Das heißt, es ist eine Alternative zur Chemotherapie oder eine Ergänzung? Ich denke beides. Es wird sicher im Laufe der Studienlage oder der sich weiterentwickelnden Studienlage aufgezeigt, für welchen Patienten ist eine konventionelle Chemotherapie das beste Mittel der Wahl, für welchen Patienten ist eine reine Immuntherapie das beste Mittel der Wahl und wo brauchen wir die Kombinationen. Provokativ könnte man dann ja fragen, ob eine Impfung, also mRNA-Impfung gegen Tumore möglich ist. Genau, das ist letztlich ein klinischer Ansatz, um mittels mRNA quasi den Bauplan von solchen Oberflächenmolekülen dann eben wieder dem Körper zu geben, dass Immunzellen diese fremden Zellen besser erkennen. Auf der anderen Seite kann so eine mRNA-Impfung dann auch dazu eingesetzt werden, Wachstumsfaktoren, Stimulationsfaktoren für Immunzellen, die eben Tumorzellen bekämpfen sollen, dann zu triggern. Was ist eine HPV-Impfung? Eine HPV-Impfung ist letztlich auch eine antitumorale Impfung, die aber eher präventiv wirkt, weil HPV, also humane Papillome-Viren, letztlich Tumoren erzeugen können. Aber hier wird im Vorfeld geimpft, also bevor quasi ein Tumor entsteht, um diese Infektion, die dann in diese Entartung der Zellen führt, dann schon vorzubeugen. Also die Tumortherapie der Zukunft haben Sie uns beleuchtet. Was ist denn Ihr persönliches Ziel dabei? Mein persönliches Ziel ist als klinischer Pathologe, der eben die mikroskopischen und molekularen Eigenschaften von solchen Tumoren entschlüsselt, letztlich auch einen Baustein zu liefern in eine multidimensionale oder multidisziplinäre Therapie mit den verschiedenen klinischen Disziplinen. Ja, vielen Dank, Herr Professor Geider. Vielen Dank für diese wunderbaren Ausführungen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei waren. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und dann können Sie jederzeit die aktuellen medizinischen Interviews nochmal nachvollziehen. Bleiben Sie gesund, seien Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.